60 Minuten oder eineinhalb Stunden Rennen am Stück fahren willst, musst du schon nach außen fahren, weil dann siehst du es besser mit dem Gegenverkehr, finde ich. Ich fahre zwar gerne Cockpit oder Motorhaube, aber das ist einfacher. Ansonsten bin ich immer der Meinung, dass solange der Streamer Spaß hat, das Spiel fast egal. Hauptsache kein LOL oder so, weil davon gibt es mehr als genug. Das ist gut, ja. Man merkt ja auch, wenn ich bei manchen Spielen keinen Spaß habe, hast du recht. Und ich versuche mich auch zu unterhalten, indem ich mich mit euch unterhalte. Schau euch mal an, der Spoiler. Geil, das ist voll DRS hier. Drag Reduction System. Oder Reduce. Yay! Wow, ist aber schon ein breites Teil, oder nicht? Du Kacke. Ich meine, krasse Scheiße. Fährt sich aber trotzdem nicht schlecht, Leute. Kommst doch, steuer doch gar nicht. Bei mir ist das Problem, Wurm, mit dem Spaß. Ich habe die letzten 10 Jahre kaum so wirklich verschiedene Spiele gespielt. Immer nur, ich habe WoW lange Zeit gespielt und habe eigentlich nur, bin eigentlich Autorennen gefahren, so Gran Turismo, Forza und Formel 1. Und ich habe sehr viele Spiele verpasst und die ganzen Spiele spiele ich dann im Stream. Immer meistens Teil 3. Hier Sekiro 3, Diablo 3, keine Ahnung, alles mit 3 und habe die Teile davor nie gespielt und von daher habe ich da am Anfang eigentlich nie Spaß und quäl mich da eher. Aber es kommt dann schon. Ja, anscheinend ist es das beste Auto. Was ist es für Klasse? A1, oder? Na. Du meine Güte. Aber den möchte ich auch mal fahren, Königsegg. Das beste Fahrzeug in Teil 1 ist das, glaube ich. Ist der... Ne, Pagani Zonda, glaube ich, war das beste in Teil 1. Oder Königsegg, einer von beiden. Probefahrt. Ich bin dafür, Gex, zock mal Smite. Ist ein LOL aus... Ja, ist ein LOL aus Dingsig, gell? Third Person, oder... Genau. Wow, 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 wow. Ey, Alter. Boah, das Ding ist ja auch ein Biest, ey. Wow. Moment, lass mir mal langsam Gas geben. Ich könnte aber so nicht eine Stunde konzentriert fahren. Also für die Endmission musst du einmal eine Runde fahren um die ganze Insel. Das dauert fast eineinhalb Stunden. Und da fährst du auch eigentlich lieber mit dem Motorrad. Du kannst dann in der Mitte hier durchfahren mit Motorrad. Was hältst du davon, weil ich ja neu bin? Hier schenkst du mir das Auto da morgen bitte vor meine Tür. Ja, kein Problem, mit Amazon Prime ist es möglich. Und da jetzt Amazon ja Twitch gekauft hat, okay, sehr gerne, mein Freund. Da kann man auch Arena zocken, da kloppt sich nur nichts farmen oder so. Okay. Ja, ohne Farm ist auch nicht schlecht. Dann lassen wir den Traum hier mal gut sein. Gehen wir da raus. Hi, na, wie geht's? Ich bin wieder unterwegs als 16-Jähriger. Ja, passt. Soweit, so gut.
Fahren halt hier ein bisschen Auto immer noch. Wie, du kannst auch Motorrad fahren? Klar, warte, ich zeig dir das. Ich glaube, ich habe das. Sicher kannst du Motorrad. Kannst du Teil 1 ja schon. Teil 1 gab es dann als Add-on, glaube ich, Motorrad. Und hier gibt es es sofort. Ich hatte vorhin einen Motorradhändler gefunden, will ich mir jetzt ein. Multiplayer. Orte für Fahrzeuge. Ich glaube auch Fahrzeug ist auch. Schau, Motorradverkauf. Da ist jetzt nur eine Harley, habe ich jetzt hier, aber ich habe. Es gibt auch andere. Hier. Ich. Ja. Das Ding war, glaube ich, beim Einser das Beste. Bin ich sicher. Hier. Zurzeit ist kein Angebot verfügbar. Ah, die gibt es auch nicht immer. Ich muss die, glaube ich, erst frei. Steht das ein DLC? Hä? Ach, habe ich das nicht geladen? Ich muss ein DLC. Ja, das ist es da. DLC gewesen. Okay. Kann ich nicht fahren, oder? Probefahrt. Geht sogar. Schau mal, wie geil, hey. Krass, sogar die Kluft ist jetzt neu. Und das gibt's bei The Crew nicht. Bin gerade auf dem Weg zur Freundin, weil ich Dad gesagt, also zum Freund, zur Freund, also zur Freundin, weil ich Dad gesagt habe, dass ich nicht heute Bock habe. Heute nicht heute Bock habe, dann sie gesagt, da kommt mal rüber. Okay. Passt, dann hast du ja bestimmt gleich viel Spaß, wa? Diese Autokorrektur. Wow! Ist auch sehr, sehr gut simuliert, sage ich mal. Wow, ich kann ja gar nicht hier. Ist schon nice, gell? Ja, das Spiel hat schon sehr, sehr viel Charme. Und du kannst auch die viele Missionen einfach mit dem Ding fahren. Wow. Mini. Ja, klar kannst du machen. Warte, ich probiere mal die Kamera so zu halten. Warte, ich kann das so schlecht mit der Kamera zu halten. Aber von vorne vielleicht halten und hier. Ja, genau so geht's. Kannst du auf dem Stoppi, boah, weiß ich nicht, aber so arg bremst, dass es hinten hoch vorne hochgeht. Probier ich mal. Ja, uah. Scheiße, die Zeit war vorbei. Doch, es geht, es geht. Also das hat schon wirklich Charme, das Game. Und ich bin beim Teil 1 bin ich die Endmission. Ich nenne sie immer Endmission, weil es die schwerste Mission ist, mit dem Motorrad gefahren, da ich immer schön zwischen Autos durchcruisen konnte. Wenn dann eine schnelle Kurve gekommen sind, bin ich zwar geschleddert, aber ich hatte so viel Vorsprung dann mit dem Teil, so 10 Minuten. Schneller als im Auto bin ich gewesen. Jack, ich wusste schon 10 Jahre, dass was mit mir nicht stimmt. Ja. Herunterladbarer Inhalt, okay. Nur zu kaufen. Jo, schon. Moment. Warte, von der Seite, von vorne. Mal. So ist von vorne. Hier Gas geben. Ja, hier gedrückt halten, da Gas geben und dann bremsen. Scheiße, das ist ja der Tasten gleichzeitig drücken. Moment, ich muss brauche noch einen Finger. Ja, das.
kann ich nicht machen, gleichzeitig zu zeigen. Aber es geht auf jeden Fall. Das ist sau geil hier, macht sau viel Spaß. Sag ich ja, TPU beste, hey. Jetzt brauche ich nur noch ein Dirt-Paket oder was für das. Und so musst du dir vorstellen, die Endmission fährst 1,5 Stunden. Du darfst doch kaum jemand dran, sonst kommt die Polizei. Ganz cool hier. Die Landschaft und so finde ich super. Und das Spiel geht einigermaßen flüssig und gleichmäßig. Boah. Einfach durchdrehen. Es gibt auch Polizei. Ja, die gibt's auch. Wenn du zu viel Blödsinn machst, dann kommt die Polizei und die macht dir das Leben sauschwer. Besonders bei solchen Missionen, wo du wirklich... Es ist halt... Die Endmission ist so eine Art Time Trial. Du musst zu einer bestimmten Zeit ankommen. Wenn du es nicht schaffst, dann ist die ganze 1,5 Stunde... sind die ganze 1,5 Stunde im Arsch. Ja, die Bullen kommen halt hinter dir und versuchen dich dann abzudrängen zum Scheiß. Ja, deswegen, ich fahr noch mal eine Runde mit der. Hat einfach Spaß gemacht, Jungs. Machen wir noch mal. Sorry, aber das war jetzt einfach geil. Das ist einfach cool hier. Ist doch geil, Gex. Das ist auf jeden Fall geil hier. Solange sie mich in Ruhe lassen. Nee, zum Glück. Okay. Wenn sie mich anschauen, ist mir egal. Erinnert mich ein wenig an diese nervigen amerikanischen Werbesendungen der Nacht. Da bekommt man auch immer extra dazu. Ja, wenn sie jetzt anrufen... Gibt es zwei Teddybären dazu? Ja, kann man nachher mal die Harley anschauen. Schauen wir uns einfach alle an. Aber das Ding ist einfach ein Biest hier, ey. Ich finde es von der Grafik gar nicht so schlecht, weil die Penny ist so. Wow! Da Penny meint, es ist halt wirklich. Nicht so toll. Es läuft auf jeden Fall stabiler als. The Crew. Ja, ich dürfte, sollte nicht nach hinten schauen. Ich kann euch das ja mal zeigen mit der Polizeiwurm nachher. Ich muss einfach mehrere Autos rammen und dann kommt sie. Und gibt auch so eine Art Fahndungsstufen, so verschiedene wie bei GTA. Burnout mit Motorrad geht auch. Moment. Aber ich habe eigentlich alle DLCs. Ich habe eigentlich alles gekauft. Kann es jetzt nur fahren, weil ich es schon habe oder... Weil da steht, das kannst du mir nicht kaufen. Oder muss ich in der Story erst so weit spielen? Beim Teil 1 musstest du die Story erst weiterspielen. Oder musstest du gewisse Punkte haben. Was ist dieses The Crew eigentlich? Ach so, I'm sorry. Wir haben die Woche The Crew gespielt. Das ist auch so ein Spiel, wo du auch leveln musst. Rumfährst mit dem Auto. Wir haben diese Woche 2 Tage die Beta gespielt. Ist auch so wie hier. Du fährst den aber in ganz USA. Kannst du fahren, ist ganz frei befahrbar, ganz USA mit großen Städten, hier New York und was weiß ich, Washington, Chicago, bla bla bla. Und musst du Autos leveln, musst du Missionen fahren, musst du so im Slalom fahren, irgendwelche Jumps machen und kriegst auch so Aufträge und kriegst Medaillen, Bronze, Silber, Gold und Platin. Je besser du ein Event abschließt, desto mehr du kriegst pro Event, wenn du eins abschließt, kriegst du so ein Tuning-Teil und je besser... Was das du abschließt, desto besser ist das Tuning-Teil, welches du bekommst. Hey, Devilos, grüß dich
Brofist für dich. Servus. Schön, dass du vorbeischaust um 4:18 Uhr. Wie geht's dir? Okay, so fragt jemand.